klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Hätte der allerhöchste Schöpfer von Himmel und Erde, hätte er es nicht besser, menschlich gesagt, unerwähnt lassen sollen, welchen Zorn er über das Böse in sich trägt? Oder hätte er dem nicht vielleicht entgegnen sollen, nein, ich kenne solche wütenden Regungen nicht in mir, weg mit jeglicher Entrüstung, zornig werden. Nein, nein, das passt doch nicht zu deiner gewaltigen Selbstbeherrschung und Geduld, die du ja so viel Jahrhunderte und Jahrtausende unter Beweis gestellt hast. Aber nun geht es um was? Um einen sehr guten, nützlichen Hass auf das Böse, ohne den Gott nicht vollkommen gut wäre. Aber weil er so absolut gut und unangefochten vom Bösen ist, kann nur er und muss er abgrundtief hassen, das Böse. Das ist mit Wesensart Gottes nicht gleichgültig, egal und naja, wen berührt es schon, mich berührt es doch auch nicht, ich bin eh der Erhabene, dem alles gar nicht so beeindruckt oder beeinflusst. Mich trifft es nicht. Nein, 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 es trifft ihn. Und weil es ihn trifft, wird er mit erstaunlicher, menschenerschreckender Art und Weise wird er eintreten. Oder aber blicke ich darauf vergleichbar wie eine verlogene Welt, die den Allerhöchsten dann wagt zu beschuldigen. Oh, er ist doch nur ein unbeherrschter Gewaltherrscher, ein Tyrann, der dann um sich schlägt, wenn es nicht so läuft, wie es ihm gefällt. Oh, ihr Welt, oh, ihr Humanisten, wie wenig versteht ihr von der Wahrheit, die da heißt, wo Christus bezeugt, mich hasst die Welt, weil ich ihr immer wieder bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Und zwar abgrundtief höllenverdienend böse. So schlimm, dass es sich der menschliche Verstand noch nicht mal ausdenken kann, wie schlimm und schlecht das Böse tatsächlich ist, dass sich wagt, gegen seinen eigenen Erschaffer dermaßen aufzutreten, wie es diese Welt hier und heute tut. Und dann lese ich Texte in der Bibel, ja, die möchten die meisten humanistisch infizierten Christen ausradieren. Die möchten sie gar nicht lesen, damit möchten sie sich gar nicht beschäftigen. Und dann ist die Frage auch wieder an mich, wie weit lasse ich diese Tatsachen, diese 1:1 Wahrheit einer Realitätsbeschreibung Gottes, wie weit lasse ich die an mich ran und verdaue sie dem Geist gemäß, wenn er dann seinen eigenen furchterregenden, angsteinflößenden, natürlich angsteinflößenden Zorn beschreibt, wie er sagt, wenn ich, und jetzt spricht Gott, jetzt spricht der Allerhöchste, mein blitzendes Schwert geschliffen habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und meinen Hassern vergelten. Ich will meine Pfeile mit Blut tränken und mein Schwert soll Fleisch fressen. Vom Blut der Erschlagenen gefangen, vom Haupt der feindlichen Fürsten. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber sein Land und sein Volk wird er entsündigen. Ja, jubelt. Der Himmel wird jubeln, wenn Gottes gerechte Rache in Wirkung tritt. Die werden da nicht bekümmert sein und sagen, ach, die armen Teufel, wie werden die jetzt kaputt gemacht werden? Nein, sie werden übereinstimmen, in Harmonie mit dem Gefühl, Herr,
Ich hasse diese Feinde Gottes. Ich hasse sie genauso, wie du sie hast. Dein geisterzeugter Hass gegen dieses Böse ist genauso in mir, weshalb ich dann nicht mit falschem Mitleid und mit falscher, scheinbarer Pseudo-Liebe dastehe und sage, oh, ich könnte das nie mit ertragen oder ansehen, wenn Menschen in der Hölle gequält werden. Du wirst jubeln. Du wirst jubeln, so wie es die Himmelswelt tut, die völlig in Übereinstimmung ist mit Gott.